Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, wir hier Zeit miteinander zusammen haben. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und bevor wir loslegen mit der Podcast-Folge von heute, nimm dir gerne einen kurzen Moment, einmal, falls du nicht gerade Auto fährst, deine Augen zu schließen, einfach tief ein- und auszuatmen, hier bei dir anzukommen, in diesem Moment einmal alles loszulassen, was du denkst, was du noch machen musst, was von dir erwartet wird und dir die Zeit für dich hier gerade zu geben, dich zu entspannen und dich daran zu erinnern, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du wichtig bist und dass es so schön ist, dass du hier bist. Also in diesem Sinne willkommen bei Happy, Holy and Confident. Schön, dass du da bist. Und ich habe hier heute für dich im Podcast ein wundervolles Interview mit Anselm Panke. Und ich spreche mit Anselm über eine Reise, die er gemacht hat. Und zwar hat er einen Tag nach seinem Bachelorabschluss damals beschlossen, eine Fahrradreise zu machen und wollte eigentlich nur eine Woche unterwegs sein. Die Reise wurde dann ein bisschen länger. Er ist dann insgesamt 40.000 Kilometer Fahrrad gefahren durch 40 Länder. Und daraus ist dann unter anderem ein Film entstanden, nämlich Anderswo, allein in Afrika. Und für diesen Film hat er den Gildepreis gewonnen in 2019 als besten Dokumentarfilm. Und der Film ist auch auf Netflix anschaubar. Und es gibt auch ein Buch dazu von Anderswo und anderen Orten. Und das ist eine wunderschöne Sammlung von den Dingen, die er dort erlebt hat. Und ich spreche mit Anselm, so, wenn man zusammenfassen müsste, über einen tollen Satz, nämlich sich sicher leben oder sich erleben. Und genau darum geht es auch. Also möchten wir sicher leben oder möchten wir uns erleben? Und es geht darum, warum eine Reise dir helfen kann, zu dir selbst zu finden. Wieso ein riesiges Geschenk für dich darin liegen kann, dich selbst deiner größten Angst zu stellen. Wie wir mehr in Kontakt mit unserer Intuition kommen. Und wie wir durch Verletzlichkeit unerwartet Schönes erhalten können. Und ich hoffe, dass du ganz viel aus diesem Gespräch mit Anselm mitnehmen kannst. Es ist ein ganz inspirierendes, mutmachendes Gespräch. Und falls du gerade das Gefühl hast, gerne innerlich auf Reisen gehen zu wollen, dann ist das genau die richtige Folge für dich. Und bevor es losgeht, noch ein Hinweis, ein wundervoller Hinweis auf das Higher Self Home. Denn das Higher Self Home ist mein monatlicher spiritueller Mitgliederbereich, wo wir jeden Monat ein neues Thema haben und wo du ganz nah mit mir zusammen an bestimmten Themen arbeiten kannst, wo es Live-Coachings gibt, Live-Sessions, Live-Meditation mit mir, eine Riesenmediathek. Und in diesem Monat, im Mai, haben wir ein Thema, ja, was so cool ist und auf das ich mich schon so freue, denn es geht um Spiritual Sexuality und es geht um sexuelle Energie, die eigene Sexualität zu leben und die Energie der eigenen Sexualität zu nutzen, um ein wirklich außergewöhnliches Leben zu erschaffen. Also falls das irgendwo bei dir relevant ist, gerade dieses Thema, dann freue ich mich riesig, wenn wir uns im Higher Self Home sehen. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Anselm Panke über Intuition, Verletzlichkeit und die Reise des eigenen Lebens. Ich freue mich so sehr, heute einen so inspirierenden, tollen jungen Mann hier im Podcast zu haben. Anselm Panke, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Oh, ich mich auch. Richtig schön. Danke, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Wie war dein Tag heute? Von wo kommst du gerade? Von wo flatterst du quasi hier in das Gespräch? Ich komme gerade von einer kleinen Reise. Ich war in den Alpen und bringe ganz viele Begegnungen mit. Und von einer Begegnung, die sehr weit weg ist, aus der Wüste. Es gibt gab auf meiner Reise einen Menschen, den ich getroffen habe in einer totalen Einsamkeit. Und er hat nach 4,5 Jahren jetzt von mir geträumt und mir heute Morgen geschrieben, weil er meinen Namen wieder erinnert hat. Und wir hatten heute Morgen Kontakt. Und als mich diese Stimme erreicht hat, es war einer der einzigen Menschen, die ich für 3-4 Monate getroffen habe, war ich so berührt davon. Und einfach ihn wiederzuhören, hat mich sehr, sehr warm heute werden lassen. Und ja, wie er gezeigt, wie sich die Welt so vernetzen kann. Und dass der von mir geträumt hat, dann mein Name erinnert und jetzt
zu mir ausreached quasi. Das fand ich sehr schön. Das war heute so ein Tageshighlight. Wow, worüber habt ihr gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, wie es uns geht. Also wir haben darüber gesprochen, wie es uns geht, aber auch darum, was so eine Reise mit einem Menschen machen kann und welches Bild ich durch diesen Film verkörpere in unserer Welt hier, der westlichen Welt. Und er hat einfach nochmal angedeutet, was es eigentlich bedeutet, für ihn gerade in einem Land zu leben, wo es schleppend vorwärts geht und wo er das Gefühl hat, gerade als Farmer wird vergessen. Also wir haben darüber gesprochen, wie es uns geht und welche Probleme gerade dastehen. Mhm. Aber auch, was für eine schöne Erinnerung es ist, dass wir uns begegnet sind. Wow. Mhm. Schön, super schön. Irgendwie auch toll, glaube ich, wenn man so einen Anruf, so wie so aus dem Nowhere bekommt, wo man gar nicht mit rechnet. Anselm, du hast eine unfassbare Reise gemacht, über die ich gerne auch hier mit dir sprechen möchte, weil ich glaube, dass das wahrscheinlich für dein Leben auch ein super wichtiger Bestandteil war, aber ich glaube auch für alle, die zuhören, was sehr, sehr Inspirierendes sein kann. Du bist mit dem Fahrrad durch Afrika gereist, alleine. Wie lange ist das jetzt her? Wann bist du losgereist? Das ist wirklich, da war ich wirklich ein junger Mann oder vielleicht einer, der einer wird. Das war 2014, 15, 16, es waren ja 3 Jahre. Es ging ja noch ein bisschen weiter. Dann war ich noch 2 Jahre in Deutschland und hatte hier so meine Schwierigkeiten bei der Rückkehr. Und dann ist dieser Film entstanden. Also ja, es ist schon her. Man kann schon fast sagen, ich war damals ja 24, 25. Mhm. Was hat dich dazu bewegt damals? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich steige jetzt auf mein Fahrrad und fahre los? Fragezeichen, ganz bestimmt. Fragezeichen für diese wirklich diese Ungewissheit, die sich in der Uni, in dem System, in der Schule für mich nicht gelegt hat. Ich bin ein sehr spielischer oder spielbegeisterter Junger, ja, ein richtiges Kind gewesen vor meiner Schule und auch meiner Schulzeit, was immer mehr abgenommen hat, glaube ich. Und die Normen, die mir beigebracht wurden, diese gesellschaftlichen Züge, die hatte ich hier und da immer wieder hinterfragt und spürte schnell, die Räume dafür sind sehr klein. Und in der Uni haben sich für mich eigentlich keine Fragen beantwortet, die ich für die Welt habe, sondern vielmehr habe ich Sachen kopiert und in mein Heft geschrieben und dann waren sie da. Aber es fehlte diese emotionale Verbindung zu Erlebnissen, zu wirklich Intuition oder Emotionen, die das Wissen bei mir speichern. Und ich glaube, dahingehend habe ich dann versucht, ganz vorsichtig zu sagen, ich würde gerne mal ein bisschen rausschauen und habe dann eine 3-Wochen-Reise mir getraut zu planen zwischen dem Bachelor und dem Master. Und es war Neugierde, ganz bestimmt. Ja, das ist eigentlich nur eine 3-Wochen-Reise geplant. Ja, es waren 3-4 Wochen Zeit zwischen Bachelor und Master und habe Geophysik studiert und in diesem Studium geht es um unsere Erde, aber irgendwie dann doch ganz wenig und so habe ich gesagt, ich fahre einfach zu dem Forschungsgebiet hin, wo ich drüber meine Bachelorarbeit geschrieben habe, wo ich nie war und das war Südafrika. Ach krass. Ja. Und warst dann aber 3 Jahre unterwegs? Ja, genau. Also ich habe einen Tag Vorbereitungszeit gehabt und war dann 3 Jahre unterwegs. Mhm. Krass. Krass. Das heißt, du bist damals in Südafrika angekommen mit der Idee, du bleibst 3 Wochen. Ja, genau. Was ist passiert, dass es 3 Jahre geworden sind? Ich denke, mir ging es gut oder ich hab vor allem viele Dinge gefunden, ich habe Sachen gefunden, für die hätte ich mir nicht mal eine Antwort oder eine Frage eigentlich ausdenken können. Also die Antwort sowieso nicht. Und ich merkte, dass ich ganz schnell wegkam von dem Suchen. Also ich habe natürlich gesucht. Ich wollte Abenteuer, ich wollte mich vielleicht auch spüren. Ich wollte ein Ich hinter mir lassen, erstmal um überhaupt neues Ich kennenzulernen. Und irgendwann bin ich insbesondere erstmal der Angst begegnet, also wirklich großen Zweifeln und Hindernissen, wo ich wirklich das Klettern lernen musste, um darüber zu kommen. Ich habe 2 Menschen kennengelernt, mit denen ich reisen durfte. Das große Klettern. Mhm. Es hatte ganz viel mit Mut zu tun. Also damals hatte ich halt gedacht, oder in dem ist auch ganz viel mit Angst. Für mich war das
ganz, ganz wichtig, dass ich immer in Gesellschaft bin. Immer jemand da ist, der mich sieht. Und es ist nach wie vor, glaube ich, für mich eine wichtige Komponente meines Lebens, in Verbindung zu sein. Und ich habe auch gemerkt, es fällt mir ganz schwer, meinem Umfeld wirklich direkt zu sagen, was ich gerade brauche oder was ich nicht möchte. Und dass ich mich sehr viel oder sehr oft verstelle. Und ich habe mich nicht allein getraut und dennoch wollte ich diese Reise machen. Also habe ich zwei Freunde kontaktiert, mit denen ich dann losgefahren bin, und die haben sich irgendwann von mir getrennt. Es hat so kommen sollen, sage ich mal so. Und dann war ich halt allein. Also dieses Gefühl, ich könnte in Einsamkeit abrutschen, vor dem habe ich Riesenangst gehabt, immer schon. Unbedeutend sein. Also ich glaube, es gibt für dieses Gefühl von totaler Verlassenheit eigentlich gar kein richtiges Wort. Und da wollte ich auch nie hin, und da bin ich angekommen. Genau, und wo ich dir auch von den Menschen erzählt hatte, das war eigentlich der erste Mensch, den ich getroffen habe, nachdem ich wochenlang alleine war, von meinen beiden besten Freunden verlassen. Und der kann sich noch an diese Emotion gut erinnern, deswegen war der heute Morgen nochmal so lebendig. Weil ich davor super große Angst habe, das eigentlich auch so mitzuteilen, wie schlimm das für mich war, verlassen worden zu sein. Und unbedeutend, ja, diese Unbedeutsamkeit, die war unaushaltbar für mich. Ja. Und trotzdem bist du geblieben, beziehungsweise trotzdem bist du weiter in diese Unbedeutsamkeit oder Einsamkeit weitergegangen. War es am Ende irgendwie auch so, oder wie würdest du es beschreiben? War es am Ende dann fast sogar schön, so diesem eigenen inneren Dämon, sage ich mal, so gegenüberzutreten und zu sehen, der ist eigentlich gar nicht so schlimm? Also rückblickend weiß ich noch, es gab diese Entscheidung, ich gehe nach Hause. Und das war noch schlimmer, glaube ich, als in den Tod zu fahren, für mich nach Hause zu kommen und sagen, ich bin hier gescheitert. Das war für mich unvorstellbar. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich halt diese ewig lange Straße in die Wüste, 4000 Kilometer Richtung Namibia, wo einfach ja kaum noch Leben wartet, würde ich sagen. Das war für mich irgendwie leichter. Und diese Isolation in der kompletten Weite, das ist wirklich die größte Sandfläche der Welt, aber dennoch war ich erstmal isoliert, gefangen in meinen Gefühlen und bin da wie so ein Schrein da durch die Wüste gefahren. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen gelesen. Ich habe mich da sehr allein gefühlt. Und ich glaube, das meine ich vorhin mit dieser Suche. Da habe ich, ich glaube, wer weggeht, der will erstmal sein altes Ich ein bisschen loswerden, abwerfen, abschütteln. Das hat 4-5 Wochen gedauert. Und dahinter, als ich dann merkte, nee, ich bin alleine hier und es ist wunderschön, allein zu sein und nicht wie dieses beklemmende Einsamsgefühl, ja, hat ein Stück Freiheit gewartet und ist dann wirklich auch in Erfüllung gegangen. Und so ist die Reise dann, wie du ja schon feststelltest, dann immer länger geworden, weil diese Prozesse, wie wenig ich eigentlich brauche, wie viel ich schon bei mir habe und wie viel meine Intuition eigentlich weiß, die sind so groß geworden. Dem habe ich mich hingegeben. Also so wurde die Reise wirklich sehr hingabevoll. So schön. Wenn du sagst, dass du alles schon in dir hast und dass deine Intuition auch immer genau weiß, eigentlich, was ist der nächste Schritt oder wo geht es für dich hin? Wie hast du, also oder beziehungsweise wie würdest du für dich Intuition beschreiben? Und wie würdest du beschreiben, dass man oder dass jemand, der vielleicht so gar nicht in den Kontakt kommen mit seiner Intuition, wie kann man diese Stimme besser hören? Oder vielleicht ist es auch eher ein Gefühl. Intuition hat, würde ich sagen, immer das allererste Wort. Es ist oft nur ganz, ganz kurz, das allererste Gefühl. Es steckt noch vor dem, das gehört sich nicht, das sollte. Also es ist noch vor allen Trichtern, oder Filtern, die danach kommen können, die wir kennen durch Gespräche, durch unsere Gesellschaft, durch die Umgebung. Manchmal denke ich fast, Intuition ist ein bisschen so als, ja, ich tue das Richtige und ich weiß nicht warum. Und hinter, also die Kehrseite dieser Münze ist immer der Zweifel. Und intuitiv habe ich mir zugetraut, durch Afrika zu fahren. Wenn ich einen Moment oder länger darüber nachdenke, dann gibt es da ganz viel Gegenargumentation. Und Intuition hat auch nicht den Mut, andere nach ihrer Meinung zu fragen. Also wenn ich dann gemerkt habe, ich frage meine Eltern oder ich frage das Auswärtige Amt, ob das in Ordnung ist,
dann hat die Intuition schon wieder einen anderen Eindruck. Also die Intuition bin eigentlich ich und ich mit meinem Gefühl, mit meinem Leben, mit meiner Lebensvorbereitung auch, weil so eine Reise beginnt ja nicht in Südafrika und auch nicht mit einem Lonely Planet, sondern die beginnt ja mit meiner Geburt. In dem Moment bereite ich mich schon vor. Und ich glaube, Intuition war das, wonach ich gesucht habe, warum ich aus der Uni raus wollte. Denn da habe ich ja kopiert, da habe ich Eindrücke oder Erfahrungen von Menschen kopiert, die emotional, wie gesagt, keine Bindung hatten. Und Intuition braucht Vertrauen und es braucht Übung. Und ja, es hat was ganz, was ganz, ganz Persönliches. Und so gesehen ist es mein bester Ratgeber, immer noch. Und halt ein, der nicht hinterfragt werden will. Und das ist pure Intuition. Und auf dieser Reise war ich dann ja irgendwann so viel alleine. Und daher war dann irgendwann Sicherheit oder die Meinung anderer Menschen, die mir vorher so wichtig war, plötzlich halt so egal, weil ich merkte, ich muss gar nicht mehr mutig sein, weil alles das, was ich tue, tue ich ja für mich. Also es ist kein Beweis, es ist keine Darstellung. Es ist, im Grunde war es ganz, ganz klein. Und wenn dann wieder mal das Internet anging, ich hatte auf der Reise zum Beispiel keine SIM-Karte, dann merkte ich, jetzt kommt wieder ganz viel da rein, was mich ablenkt und was einen anderen Eindruck davon hat, was es anders machen würde. Kann man das verstehen? So viel Intuition. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Auch ich glaube, es ist auch ein guter Hinweis zu sagen, so, es ist das Erste, was da ist, bevor der Filter angeht. Wo wir aber ganz schnell dann immer drüber gehen, weil der Filter halt so schnell ist oft, dass wir die Intuition dann gar nicht richtig hören. Aber es ist, ja, es ist schön. Gab es auf deiner Reise einen Moment, wo alle anderen gesagt hätten, tu es nicht oder mach es nicht oder wo es eine Herausforderung gab und wo deine Intuition dir aber was anderes gesagt hat und wo du dann auf deine Intuition gehört hast, anstatt vielleicht auf die gesellschaftlichen Meinungen darüber? Ich habe davon jetzt gerade so, ploppt ein Erlebnis auf. Irgendwann, das war ganz in der Mitte meiner Reise, habe ich mich entschieden, dass ich weiterreisen möchte und ich hatte diese Problematik, dass es für manche Länder kein Visum gab und irgendwann war dann Kongo, Südsudan, Kenia und Äthiopien dort und eigentlich konnte ich nur noch ein Visum für Äthiopien bekommen und dafür gab es das Visa nur in Berlin. Das heißt, ich habe meinen Reisepass einem unbekannten Menschen gegeben, der ist damit nach Berlin gereist über Umwege, irgendwann kam der Pass wieder zurück und dann war ich irgendwann in einer Wüste unterwegs, wo viele Menschen bewaffnet waren, wo es Krieg gab und jeder Mensch mit einer Waffe oder auch, ja, immer wieder gab es Situationen, wo ich dann noch eine SMS bekomme, Ansem, du solltest da auf keinen Fall reinfahren, das ist sehr gefährlich und ich merke für mich, doch, das zieht mich genau dahin, ich bin mir ganz sicher, dass diese Situation gut ausgeht. Dann kam noch Malaria dazu, also wurde ich auch noch sehr schwach und dennoch war ich in meinem Rhythmus auf dem Fahrrad, in dem Treten, in dem Gefühl dieser Bewegung ganz sicher, dieser Weg funktioniert. Der wird sich so ausgehen. Ich konnte mir das schon richtig vorstellen, wie ich irgendwo ankomme und es sich gut ausgeht. Und ich merkte da ganz doll, jemand mit einer Waffe, der urteilt über sein Umfeld ganz anders, weil er sich ja mit einer Waffe schon schützen muss, im Endeffekt anders als jemand auf dem Fahrrad, der in Staub gehüllt ist. Das gibt ja ein ganz anderes Bild. Und da habe ich gelernt, ich bin hier meine Antenne. Was ich ausstrahle, was ich von mir zeige, das wird auch von der Umwelt auf mich zurückkommen. Und ja, die größten Warnungen kamen eigentlich von den Menschen, die noch hinter diesen Mauern waren oder die einfach durch ihre Situation einfach nicht anders draufschauen konnten. Und daher, es gab eine klare Sache, wo jemand sagt, das kannst du mit dem Fahrrad nicht machen, das ist total verrückt. Das Fahrrad war aber wiederum das Sicherste, weil es halt so unverrückt aussah, weil es einfach so leicht war. Und ja, da habe ich gemerkt, umso weniger ich eigentlich habe und brauche, umso leichter fällt es mir, hier durchzukommen. Und das ist immer noch der Fall. Also sicher leben oder sicher leben, das ist ja ein Wort. Und da ist mir aufgefallen, es kommt drauf an, wo man das Wort trennt, genau. Und du kennst das ja auch, manchmal geht es um Sicherheit und manchmal geht es um Leben. Und es ist ganz schwer, das auch intuitiv für sich zu entscheiden. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Bild mit dem sich erleben oder sich erleben.
finde ich super. Das kann man für sich dann immer noch mal so durchtesten, was man gerade eigentlich will. Ne? Das ist schön. Das ist wahrscheinlich so eine der Hauptfragen des Lebens, halt in Angst oder eben in Abenteuer und Liebe, wofür man sich dann jeweils entscheidet. Ja. Gab es einen Moment, wo du aufgeben wolltest, wo du gesagt hast, jetzt reicht's, ich steige ins nächste Flugzeug, ab nach Hause, kein Bock mehr, kann nicht mehr, will nicht mehr? Ich glaube, wenn man aufgibt, braucht man erstmal überhaupt eine Richtung, wo es hingeht. Also eine Enttäuschung oder eine Ausrichtung, die wirklich sich fest, ja, wie so eine Flagge anfühlt auf dem Mond, da möchte ich hin. Wenn ich das nicht schaffe, dann gebe ich auf. Ich bin ein sehr unsicherer Mensch und weiß auch heute nicht genau, wie morgen sich anfühlen wird und was nächstes Jahr bei mir kommt. Und diese Unsicherheit ist eigentlich das größte Merkmal. Sobald ich mir sicher bin, verändert sich etwas, dann werde ich unachtsam und dann passieren Fehler, dann verletze ich mich. Ich hatte einen großen Unfall in China irgendwann dann im weiteren Verlauf. Und das war so eine Zeit, wo ich merkte, eigentlich, es reicht langsam. Ich bin in Sicherheit und ich weiß, wo ich hin will. Und ich habe eine Geschwindigkeit, die überholt mich gerade selber. Und in Afrika war das Privileg meiner Reise wirklich dieses Rumsuchen, dieses mich führen lassen, dass ich nicht geleitet war durch ein Ziel, sondern durch meine Emotionen. Und aus dieser Situation nach der Trennung konnte ich gar nicht aufgeben, weil ich gar nicht wusste, wo es hingeht. Und das hat ja was sehr Kindliches, was sehr Spielerisches, dass es eigentlich keinen Sinn gab für meine Reise, sondern die Bewegung selber eigentlich die Reise geführt hat. Und das hat sich wirklich danach angefühlt, als würde dieser Weg sich erstmal dadurch entfalten, dadurch, dass ich ihn fahre oder gehe. Und so gesehen gab es das Aufgeben nur ganz am Anfang, als meine Freunde mich verlassen hatten. Und dann war es vielmehr immer wieder kleine Steine, die ich aus dem Weg geräumt habe. Und dann habe ich auch irgendwann echt große Steine hinbekommen. Und dieses Vertrauen hat sehr viel Spaß gemacht. Diese Lebendigkeit, die entstanden war, führt eigentlich dazu, dass ich immer wieder auch danach gesucht habe. Jetzt bin ich auf einer glatten Teerstraße, ich biege mal hier rechts in den Busch ab. Ich habe gerade kein Wasser dabei, aber das wird sich schon ausgehen. Und was wird da passieren? Was wartet da auf mich? Und wenn es richtig bremsig war, fand ich es eigentlich teilweise wirklich besonders schön. Ja, so fühlt es sich bei mir mit der Aufgabe an. Aufgeben, Aufgabe, ja. Gab es für dich, die Frage bekommst du bestimmt öfters, gab es für dich einen Moment, der dich besonders berührt hat, wo du gesagt hast, oder wo du in dem Moment gespürt hast, wow, dass ich das erleben darf oder dass ich diese Erfahrung gerade mache? Also die Reise war wirklich durch emotionale Punkte gespickt und nicht durch so eine Linie, wie man sie jetzt auf eine Karte malen würde. Und als ich diese 3-4 Wochen alleine in der Wüste war, nachdem ich auch diesen jungen Mann, den ich heute Morgen sprach, gesprochen hatte, habe ich irgendwann meinen Papa angerufen und ihm erzählt, wie es mir gerade geht. Und es hat mir sehr viel Überwindung gekostet. Und mein Vater, der Papa, sagte dann auch, du, bei mir ist gerade so und so. Also auch ganz schön schwierig. Und wir sind dann tatsächlich über diese Verletzlichkeit zusammengekommen, dass wir uns durch diese große Entfernung vielleicht auch sehr, sehr weich, ich würde nicht sagen schwach zeigen konnten, aber einfach diese Lebenshürden gerade einfach spürbar wurden. Und ich weiß noch, wie ich die Nacht danach wieder komplett alleine, meine Ohren waren weit gelauscht, ich habe irgendwie versucht, jemanden Atem zu hören und halt weit offen, da war aber nichts. Und dann kam dieses Gefühl irgendwann auf mich wieder herunter von meinem Papa und ich merkte, irgendwie habe ich gerade Kraft geschöpft und ich wusste nicht genau, woher. Weil er hatte eigentlich überhaupt gar keine motivierenden Worte oder so gefunden. Oder so ein, ich sag mal, so ein Schlachtruf, Junge, du schaffst das. Und das habe ich auf diese Reise dann mitgenommen, dass ich mich immer erst verletzlich zeigen muss, bevor überhaupt irgendetwas Schönes entstehen kann. Ob das nun jetzt die Überwindung in eine Richtung ist, in die ich mich vielleicht nicht traue, oder auch die Begegnung mit einem Menschen. Und da bin ich so froh, dass Papa damals nicht versucht hat, mich stark zu machen, sondern dass ich ihn schwach erleben durfte, verletzlich, und dass das, und das hatte ich mir vorher nie erklären können, so viel Kraft gibt. Und er hat selber auch von mir geträumt und danach haben wir uns entschieden, wir werden einander sehen, und hat er mich da besucht und das war eine ganz wichtige Begegnung für die Reise selber, weil
das hat diese Antennenausrichtung von mir einfach verändert, dass ich merkte, ach, das funktioniert ja hier überall, mit jedem Menschen. Wenn ich was öffne, dann geht da auch was auf. Und das ist bei einer Reise ja immer so ein schönes Spiel, das kennen wir alle. Wir gehen dann in einen unbekannten Raum, wir sind total wachsam und überall passieren Dinge, weil wir aus dieser Routine rausgebrochen sind und sehen plötzlich ganz anders. Und ich glaube, dieses kleine Mutigsein, dieser kleine Schritt Verletzlichkeit, wo man so in Gefahr geraten kann, ob es nun das Entkleiden ist von dem, was ich anhabe oder das Entkleiden meiner Emotionen, das war für mich bis heute der Beginn, um mit meinen Gefühlen in Begegnung zu kommen, würde ich sagen. Ja. Mhm. Es ist unglaublich, oder, dass Entfernung manchmal die größte Nähe auch schaffen kann. Also, dass man manchmal so weit weggehen muss, um sich überhaupt erst begegnen zu können. Das ist manchmal auch spannend. Ja, es ist wirklich, wirklich spannend. Dieser, auch der Wechsel des Raumes und einfach anders raufschauen zu können. Ja, ein Spaziergang ja manchmal schon schafft eine andere Sichtweise. Hm. Mhm. Wie sieht dein Leben heute aus? Also wie lebst du heute und wie würdest du sagen, hat dich diese Reise verändert oder dir vielleicht wie so eine Art inneres GPS geschenkt? Also wie konntest du vielleicht auf dieser Reise dein eigenes inneres GPS-System entwickeln, was dir heute hilft? Ja, ist schön gesagt. Das Gefühls-GPS, ne? Mhm. Also 3 Jahre weg zu sein von meiner Kultur hat mir die Rückkehr schwerer gemacht, als ich dachte. Der Aufprall war enorm. Und dieses Gefühl, ich könnte hier irgendwie mein Zahnrad, was ja komplett versandet war und an ganz anderen Ecken geschliffen, es hat einfach überhaupt nicht mehr hier reingepasst. Und da war für mich schon naheliegend zu sagen, ach, dann haue ich wieder ab und suche halt wieder den Ort, wo ich mich wohlfühle. Und dieses Gefühl, Freiheit könnte anderswo sein, war einfach ganz groß in den ersten Monaten. Dann habe ich ab und zu mein Material geschaut und da ist dann auch die Idee entstanden, aber es war so ein, ich habe doch irgendwas erfahren, was so wichtig sein könnte für uns Menschen hier und was ich hier auch spüre. Und dann hat es zu diesem Film geführt. Mit dem Film bin ich dann glücklicherweise auch durch Deutschland gereist und hatte das Privileg, einfach nochmal zurückzuschauen und nochmal tief reinzugehen und durch diesen Austausch mit vielen Menschen auch nochmal wirklich in diese Gefühlsebene zu schauen. Und klar hat es mir Selbstvertrauen gegeben, dann zu merken, ich habe auch meinen Beitrag hier geleistet in der Gesellschaft. Und so anders wie ich bin, es funktioniert dennoch, weil auch das Anderssein kann einsam machen. Wenn man merkt, wenn ich merke, ich bin anders und zweifle an mir, dann ist natürlich ganz schnell manchmal das Bedürfnis da zu sagen, ich gehe auch den routinierten Weg, ich habe auch eine feste Arbeitszeit. Ich bin jetzt 32, ich hatte noch nie einen Job. Ich hatte noch nie eine feste Arbeitszeit und das ist wirklich herausfordernd in manchen Teilen und schafft dann halt an anderen wieder eine ganz erhellende, erhabene, ein wohliges Gefühl von Lebendigkeit. Und ich hatte, als ich das Buch schrieb, das gleiche nochmal. Es hat mir ganz viel Kraft gebraucht, dieses Buch zu schreiben. Und ich bin gerade wieder an dem Punkt, wo ich merke, nächstes Jahr, krass, was habe ich eigentlich vor, wohin will ich eigentlich hin? Und ich brauche diese Wellen, ich brauche dieses Auf und Ab und immer wieder in Frage zu stellen, was passiert hier gerade. Und ich merke eigentlich, die Kreativität oder die neuen Ideen entstehen immer dann, wenn ich wieder ganz unsicher werde. Und daher freue ich mich darüber, dass dann Ängste reinkommen, weil ich gelernt habe durch diese Tour oder auch die Zeit danach, zumindest ist die Angst vor der Angst verschwunden. Also hinzugucken und sagen, hey, was sagst du mir gerade, Freundchen? Das ist dieses GPS, vielleicht dieses Gefühls-GPS, was ganz kostbar für mich geworden ist, zu merken, die Angst ist was Wunderbares inzwischen und lässt mich eigentlich erst sehen, was mein Körper mir mitteilt. Wusstest du damals, dass du einen Film machen möchtest oder ist das erst im Nachhinein quasi entstanden? Ja, ich glaube, wenn Menschen oder wenn ich gewusst hätte, dass es diesen Film geben wird, dann würde man das den Film anerkennen oder sehen, weil der sich dann verändert in der Sprache. Der wäre nicht so pur.
dann hätte ich manche Sachen wahrscheinlich nicht gefilmt. Ich hatte so eine ganz kleine Kamera dabei. Ich habe die witzigerweise heute mal ausgepackt. Und was kostet die? 280 Euro. Das ist keine Kinokamera. Nein, ich habe nicht geplant zu filmen. Ich habe auch noch nie vorher einen Film gemacht. Und ich habe auch erst richtig angefangen zu filmen, als ich alleine war. Und so gesehen war die Kamera, und das ist ja heutzutage für viele so einfach ein Freund, der sieht, was ich gerade mache, oder eine Freundin. Und damals war, sag ich mal, so war noch nicht der Hang so groß, alles zu teilen. Aber ich sehe darin eine Parallele zu der heutigen Welt, wo Menschen sich gerne mitteilen wollen, aber diese menschliche Komponente teilweise einfach fehlt. Das menschliche Verbinden, und wir das über die Technik, in dem Fall ja auch meine Kamera, überbrücken können. Und es hinterlässt ein gutes Gefühl, das habe ich damals auch gemerkt, als ich dem Tod nahe war und meine Kamera davon erzählen konnte, dann wusste ich, es ist wenigstens, ich bin jetzt nicht ganz allein, es ist nicht ganz nur für mich passiert, weil das war noch unaushaltbarer als die Situation eh schon. Und dann erst 2 Jahre später, als ich hier zu Hause war, und ich habe ja auch die 2 Jahre danach, ich bin dann noch bis Sydney in Australien gefahren, also quer durch Asien, gar nicht mehr gefilmt. Und dann ist der Film entstanden. Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Mm-mm. Und deswegen würde ich auch nicht nochmal so einen Film machen, weil das einfach einmalig war. Wie war das für dich, als du dann das Material quasi gesichtet hast, als du die ganzen Sachen nochmal durchgegangen bist? Gab es da für dich so ein Snippet oder so, wo du gedacht hast, krass, da kann ich mich gar nicht dran erinnern? Oder gab es da für dich auch irgendwie so einen witzigen Moment oder so? Also ich war mir auf jeden Fall ganz sicher, und das kennst du vielleicht auch von dir, das eigene Leben ist ja relativ normal. Wenn wir so da zurückgucken, also was ist in den letzten Monaten schon Besonderes passiert? Ich habe ja alles miterlebt. Daher war, als dieser Mensch, der André, sagte, er würde das gerne schneiden, ein Freund von mir, dachte ich, da ist ganz wenig dabei, was besonders ist. Ich habe ihm so einen Ordner gemacht mit besonderem Material. Das war ganz wenig in meinen Augen. Und er hat das ganze C-Material verwendet, wo ich sagte, das kann ein Müll. Und es gab Situationen wie zum Beispiel die Szene mit dem Schlauch, wo ich mir den Einlauf gemacht habe. Da habe ich natürlich gesagt, die wird keiner sehen, die war in dem D-Ordner. Da habe ich natürlich gelacht und gedacht, was ist eigentlich in mich gefahren, diese Situation so zu lösen. Also wer es kennt, weiß ja, worüber ich spreche. Und also was mir gut getan hat, war, mir in die Augen zu gucken. Es gibt einfach manchmal Bilder, wo ich merke, hey, da bin ich ja. Ich sehe mich da, und das hat in mir was ausgelöst. Nochmal diese Verbindung zu dieser Zeit, diese Erinnerung, diesen Gesichtsausdruck, auch die Schärfe, die ich manchmal mit mir habe, oder die Weichheit. Es gibt Szenen, wo ich mich massiere oder einfach in den Kontakt gehe, und da merke ich, ah ja, siehst du, bin ich in dem Austausch gewesen, und das ist schon eine ganz tolle Erinnerung oder Verbindung. Spannend. Was ich bei dir ganz spannend finde, und da hatten wir damals, als wir das erste Mal telefoniert haben oder als wir das letzte Mal telefoniert haben, darüber gesprochen, über das Mannsein und auch Männerfreundschaften und überhaupt Männlichkeit leben. Und ich finde das ganz spannend, weil wenn ich dir zuhöre, habe ich auch das Gefühl, dass du an so einem ganz spannenden Punkt stehst, auch zu dir selbst oder auch durch die Reise und dementsprechend natürlich auch dadurch, dass du ein Mann bist, zu deinem eigenen Mann sein. Wie würdest du für dich Männlichkeit definieren? Oder definieren, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich meine, oder? Wie würdest du, wann ist für dich ein Mann ein Mann? Ich kann ja, von diesem Jahr weiß ich, die Berührungspunkte, die mich wirklich am meisten erreicht haben, waren Männer. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der gerade in Ecuador ist, aber mit dem war ich dieses Jahr reisen, war noch viel unterwegs und habe gebaut, und habe ich noch 2 weitere Männer kennengelernt. Und es waren wirklich Männerfreundschaften. Wir haben immer noch diesen Raum, über Emotionen zu sprechen, voreinander zu stehen. Das ist tatsächlich teilweise einfach, dass uns die Tränen kommen, uns zu zeigen, zu merken, oh, ich habe wirklich hier gerade ein Bedürfnis, können wir mal anhalten und da reinschauen, da nimmst du mich da vielleicht mal mit, jetzt nicht direkt an die Hand, das fühlt sich immer noch dann komisch vielleicht an, aber nimmst du mich mal mit. Und es gibt zum Beispiel eine Erinnerung, die ist wunderschön, ich war dieses mit Matej, einem Freund in Slowenien, und ich sag mal so, ich habe
ich habe ein bisschen das Nacktsein für mich entdeckt. Also, dass wir einfach mal nackt baden gehen können und dass einfach alles so frei ist, ist vielmehr eher schwer lange Zeit. Und einmal haben wir uns auch im Fluss so gecatcht und waren einfach so nackt. Und das war ein ganz, ganz verletzlicher Moment für mich, einen Mann so nah zu haben und sich dabei eher so zu berühren. Und also ich habe mir nicht diese Nähe gewünscht. Und das ist auch nach wie vor so, dass ich merke, da es ist einfach rein freundschaftlich. Aber so verletzlich, so kriegerisch nah zu sein, das hatte ich vorher noch nie, hatte ich vorher wirklich noch nie in meinem Leben. Und daraufhin ist es dann immer... Ja, ich kann es gar nicht, es kommen so viele Emotionen mehr hoch, ich kann es fast gar nicht ausdrücken, aber daraufhin hat sich immer mehr Offenheit gezeigt, immer mehr Verletzlichkeit, dass ich merkte, oh, die Männer, die ich aus der Uni und so alle kenne, wir waren immer in der Konkurrenz. Und wenn ich jetzt mein Handy zücke und sage, ich brauche hier gerade Hilfe, ich habe Probleme mit meinem Nachbarn oder mit einem Bauwerk, welche Männer kommen gerade mit mir mit und ziehen mit mir da ja quasi Schulter an Schulter in diese Situation rein, ich will ja gar nicht sagen in den Krieg. Und ich glaube, da gibt es ganz viel von mir und auch von anderen Männern, was wir vermissen und gar nicht kennen. Also diese Verbindung zu anderen Männern kann so viel Kraft geben. Und ich habe es jetzt im Sommer gemerkt, mein Herz ist männlich wirklich aufgefüllt. Und das hört sich vielleicht einfach auch komisch an, aber danach habe ich gesucht. Ich habe vor 4-5 Jahren mal so eine Zeichnung gemacht mit so einem riesen Tor und habe ich 4 Männer hingemalt und mich so auch mit dazu und habe danach ganz doll gesucht. Und danach, damals war niemand da, der mit mir zu Männerseminaren gehen wollte oder einfach so einen Abend am Feuer oder irgendwie. Und jetzt, wo ich dann aufhörte, danach zu suchen, kam es plötzlich. Und ja, ich weiß nicht, wo der Weg hinführt. Ich habe jetzt schon mit Menschen darüber gesprochen, ob ich nicht einen Soul Brother Podcast machen könnte, und dann sagten Freundinnen, das werden wahrscheinlich besonders Frauen hören, weil die wollen eigentlich auch wissen, wie ihr Männer fühlt, und du wirst wenige finden, die darüber reden wollen, also wenig Männer, wie sie sich gerade fühlen oder wie es ihnen geht, und wann ist der Mann ein Mann? Für mich ist es dieses Jahr gewesen, dass ich ein Mann bin, wenn ich mich verletzlich zeige. Es hat schon viel mit dem Buchtitel zu tun, sei kein Mann. Also in die Richtung, dass ich denke, so müsste ein Mann sein. Spannend. Mhm. Total schön, weil ich glaube, es ist auch was gesellschaftlich gerade so spannend ist. Ich glaube, wir Frauen dürfen viel mehr auch wieder in unsere Weiblichkeit kommen und die Männer wieder viel mehr in die Männlichkeit, aber nicht in diesem Konkurrenzsein, sondern wirklich in dieser völligen Annahme dessen, wer man ist, und dass das auch okay ist. Und ich glaube, dann würden wir auch in einer viel friedlicheren Gesellschaft leben, wenn wir alle uns wieder viel mehr so nehmen, wie wir sind, auch wie uns selbst. Mhm. Ja, und auch die Kraft und die Stärke darin sehen, eben gerade auch in dieser Verletzlichkeit, wo man immer denken würde, das ist gar keine männliche Qualität, aber ich glaube, es ist ja letztlich dann doch das Stärkste, was man machen kann. Mhm. Ja. Spannend, total schön. Gibt es etwas, du hast schon gesagt, so nächstes Jahr ist für dich gerade, du hast eigentlich noch gar keine Ahnung, was vor dir liegt. Wenn du dir aber vorstellst, es ist jetzt Ende 20, was haben wir denn jetzt nächstes Jahr? Es ist Ende 2022. Mhm. Also wir stellen uns vor, wir würden heute in einem Jahr sprechen, Ende 2022 im November. Und es wäre ein Wunder in deinem Leben passiert. Also irgendwas, wo du zurückguckst und denkst, holy shit, dass das in meinem Leben passiert ist. Ich kann es nicht fassen, Laura. Ich muss es dir erzählen. Was wäre für dich ein Wunder, wenn wir darüber sprechen würden? Es sind 3. Also eins ist das Gefühl, ich bin Papa, und dazu gehören natürlich die Verbindungen zu der Frau. Ein anderes wäre, ich suche mit Freunden gerade nach einem Ort, wo wir eine Gemeinschaft gründen können, also wirklich als Gemeinschaft uns die Frage stellen, wie können wir in Zukunft wohnen, wie wollen wir wohnen, ausprobieren, experimentieren, und dass dieser Ort funktioniert. Wir haben schon ein paar Anwärter, aber dass es wirklich funktioniert, das wäre ein Riesending. Das wäre ein Thema für 10 Jahre wahrscheinlich, sich damit dann zu beschäftigen. Und das dritte Thema, was mich einfach gerade beschäftigt, sind junge Menschen. Also du weißt ja, ich bin Speaker, aber ich gehe gerade auch gerne nicht nur in Unternehmen, sondern in Schulen. Und holy shit, wäre für mich lauter junge Leute, die einander schreiben, ich,
Ich weiß, wo meine Fähigkeiten sind. Ich kenne meine Talente. Ich habe mich heute selbst erfahren. Ich habe heute das ausprobiert. Und ich wünsche mir so sehr, dass Menschen die Schule verlassen wieder mit einer Ahnung von sich selber. Und ich weiß, dass es durch mein Leben, dass ich das durfte, dass ich das konnte. Und mein Herz leidet gerade, wenn ich unterwegs an den Straßen bin und einfach mit jungen Menschen rede. Ich tue das sehr gerne und sehe, boah, die haben so viele Fragen und haben kein Gefühl dazu und vor allem nicht zu sich selber. Deswegen, holy shit, wäre klar, die Pandemie ist vorbei und es entwickeln sich lauter kreative Räume, wo die Selbsterfahrung wieder einen ganz großen Raum bekommt. Und das wünsche ich natürlich auch für ältere Menschen, die schon im Leben stehen. Aber ich denke sehr viel an die junge Generation und ich bin selbst mit 6 Geschwistern wach geworden und ich weiß, was es einfach bedeutet, zu spielen. Schön. Ja. Es gibt eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar. Stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Du hast noch ein ganz, ganz langes, super erfülltes Leben, wirst ganz viele Abenteuer erleben, bist Papa, erlebst all die Wunder, die du dir vorstellst. Aber irgendwann kommt der letzte Tag deines Lebens und ich will zu dir kommen und ich will zu dir sagen, Anselm, es gab leider ein technisches Problem und es wurde alles gelöscht. Deine Bücher sind weg, dein Film ist weg, deine Keynotes sind weg, dein Podcast, den du bis dahin wahrscheinlich hast, ist gelöscht. Es ist alles weg. Und ich habe aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier mit diesem Stift 3 Weisheiten schreiben, wenn sonst nichts auf der Welt existieren würde weiterhin. Von dem, was du jemals gesagt hast, was würdest du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben, von dem du dir wünschen würdest, dass alle Menschen, die nach dir kommen, danach leben? Also ich würde einmal gerne draufschreiben, weil ich kriege so oft die Nachricht, ich wäre mutig gewesen, dass zu mutig sein auch oder zu der Bereitschaft, glücklich zu sein, gehört auch der Mut, nicht gemocht zu werden. Weil ich glaube, ganz oft denken wir, mutig ist etwas, irgendwo groß drüber zu springen. Aber Mut bedeutet für mich auch ganz oft, ich höre auf meine Intuition und es kann sein, dass mich alle doof finden, aber das ist richtig. Also genau, das Gefühl zum Mut. Ich würde draufschreiben, lass dir Zeit. Weil ich merke, das ist mir immer, immer wichtiger. Ich bin ein sehr schnelllebiger Mensch und weil es einfach gerade eine Rolle spielt, mal in Verbindung mit meinem Opa, schön sagte der, ich habe diese Weltreise, der längste Weg oder weiteste Wissen. Und ich weiß, dass ich ein suchender Mensch bin. Und daher hoffe ich, dass ich dann, wenn ich da liege und es der letzte Tag, weiß, dass ich beim Herzen angekommen bin. Schön. Vielleicht die 3 Sachen. Super schön. Danke fürs Teilen. Vielen, vielen Dank. Und alle, die mal in dein Buch reinschauen wollen und das Buch lesen wollen von anderswo und anderen Orten. Es ist ein super schönes Buch. Falls ihr das Video gerade guckt, seht ihr, dass ich es in der Hand halte. Mit ganz vielen tollen Bildern und das ist krass. Krass Bild. Das ist ein Tibet, ja. Wahnsinn. Ja, genau. Die Orte sollen Gefühle sein, ne? Das ist ein bisschen das. Und dein Film, erzähl mal den Film. Ich weiß, man kann ihn auf Netflix gucken. Wo gibt es den Film noch für alle, die deine Reise nochmal anschauen wollen? Ich glaube, den kann man überall finden. Ich hatte selber keinen Netflix. Den gibt es bei Netflix oder als DVD. Und ich glaube, wenn man ihn sucht, wird man ihn finden. Okay, perfekt. Super. Von anderswo und anderen Orten. Genau. Der heißt aber ja anders. Das kannst du ja reinschreiben. Ja. Wunderbar. Sonst sag ganz kurz den Titel nochmal. Ich habe ihn gerade selber, ich hatte ihn irgendwie mit dem gleichen Namen auf dem Schirm, aber heißt. Der Film heißt Anderswo allein in Afrika. Ah, genau, okay, sorry. Anderswo allein in Afrika. Okay. Also auch das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Gibt es etwas, was dir gerade noch im Herzen liegt, was du noch teilen möchtest oder eine abschließende Botschaft für alle, die gerade zuhören? Ich habe gemerkt, dass eine Sache sehr gut tut momentan und das ist Menschen danach zu fragen, wie ist gerade dein Eindruck von mir? Oder ist es in dieser Sinne, wir sprachen über Verletzlichkeit, ich mache mal gerne so ein paar Challenges und
fordere immer wieder mal eine Woche oder einen Monat mich heraus. Und ich werde dich jetzt wahrscheinlich auch fragen, hey, was ist dein Eindruck von mir? Und dann kann man das schildern. Und ich merke ganz oft, Menschen haben das Bedürfnis, sich mitzuteilen, wie dein Eindruck gerade ist. Und das wäre so eine Inspiration, die ich gerne mitgeben würde, um auch zu sehen, ach lustig, mein Umfeld nimmt mich so anders wahr, als dass ich mich hier gerade verstelle. Und es ist ein Riesenreichtum, der da wartet. Und das ist gut, das mit Menschen zu üben, die man nicht so gut kennt und dann immer weitergeht. Also ja, am Ende einer Begegnung zu fragen, hey, wie ist eigentlich dein Eindruck von mir? Weil wir machen uns so viel Gedanken darum und werden dann doch so anders wahrgenommen. Wow, das ist eine tolle Frage. Das ist cool. Ja. Das nehme ich mir direkt mal mit. Das mache ich gleich mal mit meinem Team. Wie ist denn dein Eindruck von mir? Mein Eindruck von dir, soll ich darauf antworten? Ja, gerne. Ja, okay. Mein Eindruck von dir ist, dass du sehr präsent bist, dass du gleichzeitig aber, also du bist sehr präsent im Gespräch, aber gleichzeitig spüre ich, dass es viele Themen gibt, die dich parallel beschäftigen. Mein Eindruck ist, dass du ein Mensch gefühlt von diesem Gespräch ein Mensch der Polaritäten bist. Ich glaube, so würde ich es so ein bisschen beschreiben. Also ich glaube, bei dir gibt es alles von bis. Also ich glaube, bei dir gibt es die Gefühle von ganz oben und die Gefühle ganz unten. Ja, und auch da wieder, auch ich sehe, das ist so witzig, ich sehe in dir diese Polarität im Sinne von, ich sehe in dir diesen kleinen Jungen, das knüpft jetzt vielleicht gerade das an, was du selber auch gesagt hast in den drei Weisheiten. Ich sehe in dir diesen kleinen, spielerischen Jungen und ich sehe in dir aber auch diesen alten, weisen Mann, irgendwie, was alles so in dir jetzt in diesem Moment zusammenkommt. Ja. Mhm. Schön, ja. Danke. Das wären jetzt ein paar Eindrücke, die bei mir gerade kommen. Schön. Ja, danke. Hey. Anselm, ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch und alle, die gerade zuhören und genau gerne in deine Arbeit noch eintauchen möchten. Ich verlinke alles natürlich in den Shownotes. Das wunderschöne Buch von Anderswo und an anderen Orten gibt es überall, wo es Bücher gibt. Den Film gibt es überall, wo es Filme gibt. Und ja, ich danke dir sehr dafür, dass du damals deiner größten Angst gefolgt bist und dich da deiner Einsamkeit gestellt hast, weil ich glaube, dass dadurch etwas so Schönes entstehen konnte. Und danke für das super inspirierende Gespräch. Vielen, vielen Dank. Hey, ich danke dir. Und da, wo es Gefühle gibt, da gibt es auch Wege. Das ist schön. Ja, mach's gut. Danke dir. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen und ja, fühlst dich inspiriert, geerdet und mit deiner eigenen Wahrheit mehr verbunden. Und wie immer freue ich mich natürlich so sehr, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler. Apropos, ich habe jetzt übrigens auch einen TikTok-Account. den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Ansonsten wie immer auf Instagram, @LauraMarlinaSeiler. Und lass mir gerne deine Kommentare da zu der Folge von heute. Was hast du für dich mitgenommen? Was war deine Erkenntnis? Und unter allen Kommentaren verlosen wir immer ein Happy, Holy and Confident Notizbuch, das wunderschöne Notizbuch und ein Shirt und genau, ein Shirt von Rock On und Namaste, ein Happy, Holy and Confident Shirt von Rock On und Namaste. Also hüpf rüber, lass mir deine Gedanken da. Ich freue mich, wenn wir uns da miteinander connecten, wenn du Teil der Community wirst. Und ich schicke dir hier an dieser Stelle eine riesige Umarmung. Hoffe, es geht dir gut. Und ja, lass es dir gut gehen. Bring dein Licht in die Welt. Und wenn du möchtest, dann komm natürlich auch sehr, sehr gerne ins Higher Self Home, der monatliche spirituelle Mitgliederbereich von mir, zu den unterschiedlichsten Themen, wo es mittlerweile, ich glaube, fast 4 Jahre Material gibt. Eine riesige Mediathek mit Workbooks, mit Meditation, mit Live-Sessions mit mir. Und jeden Monat kriegst du da ein Live-Training mit mir, mit einer Meditation und Input zum Thema, eine Live-Q&A-Session. Und wir haben mittlerweile jeweils zum Fokusthema eine Yoga-Session, wir haben eine Active-Session und wir haben Special Guests, also besser als Netflix, das Ding. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Link findest du natürlich in den Shownotes. Und ja, fühle dich jetzt von Herzen umarmt. Lass es dir gut gehen. Rock on und Namaste. Deine Laura.